Kaufhaus, das Kulturkaufhaus heißt, aber dessen Eigentümer Kultur verhindern. Denn Kultur, Teilhabe an Kultur braucht eine finanzielle Basis. Mit Stundenlöhnen, wie sie bei der CFM gezahlt werden, ist es unmöglich, an Kultur, an gesellschaftlichem Leben teilzunehmen. Deshalb ist das hier kein Kulturkaufhaus, das ist ein Nicht-Kulturkaufhaus. Das ist ein Kulturverhinderungskaufhaus. Ein Kaufhaus für die Besserverdienenden, aber nicht für die einfachen Menschen in dieser Stadt. Und deshalb sagen wir, Frau Dussmann, schämt euch! Und als wir das letzte Mal hier waren, da sind wir mit Hausverboten belegt worden. Da sind uns Anzeigen angedroht worden. Wie viel Angst muss Frau Dussmann vor der Wahrheit haben, wenn sie zu solchen Mitteln greift? Wie viel Angst muss sie davor haben, dass unsere Aktionen immer mehr Menschen in dieser Stadt die Augen öffnen und dass das Weihnachtsgeschäft nicht so läuft, wie sie es sich wünschen? Aber wir haben gesagt, wir kommen wieder, wir sind heute wieder da und wir werden auch nach dem heutigen Tag wiederkommen. Wir lassen Dussmann nicht in Ruhe. Aber warum lassen wir Dussmann nicht in Ruhe? Weil Dussmann uns nicht in Ruhe lässt. Denn man kann nicht in Ruhe leben, wenn man von Löhnen leben muss, wie sie bei der CFM gezahlt werden. Und Dussmann ist direkt verantwortlich dafür, dass hier Menschen ein Einkommen haben, das nicht zum Überleben reicht, dass Menschen ein Einkommen haben, wo sie am Monatsende nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen wollen. Das ist eine Schande. Das darf es in einem Land wie Deutschland nicht geben. Und deshalb streiken wir, bis wir unseren Tarifvertrag haben. Und ich verspreche Frau Dussmann, dass sie nicht nur hier in Berlin mit solchen Aktionen konfrontiert sein wird. Wir haben schon in den letzten Wochen Aktionen vor Dussmann-Niederlassungen gehabt von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern in vielen Städten, in Rostock, in Köln, in Aachen, in Dortmund. Und jetzt sind wir dabei, mit Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Und ich verspreche Frau Dussmann, in den nächsten Wochen wird sie solche Aktionen haben in England, in Österreich, in Hongkong, in vielen Ländern, wo Dussmann die Menschen ausbeutet. Und wo Dussmann dafür sorgt, dass die eigenen Konten sich immer mehr füllen auf dem Rücken der Beschäftigten. Und auch wir werden weiterhin dafür sorgen, dass das öffentlich in Deutschland und international angeklagt wird. Denn wir wissen ja, wir sind nicht die Einzigen, die zu Billigstlöhnen arbeiten müssen. Wir sind nur vielleicht die Ersten, die dagegen den Aufstand proben. Und unser Aufstand, wenn er erfolgreich wird, der wird hoffentlich in vielen anderen Betrieben einen ähnlichen Aufstand zur Folge haben. Und die Dussmänner und Dussfrauen und wie sie alle heißen, werden sich warm anziehen müssen, wenn das, was wir hier vorgemacht haben, die Runde macht und sich viele Belegschaften dagegen wehren, dass sie zu Niedrigstlöhnen, zu miesen Arbeitsbedingungen schuften müssen und dass ihnen Tarifverträge verwehrt bleiben. Wir machen hier den Anfang, aber es ist nur ein Anfang und es wird weitergehen. Ich hab gestern mit Kollegen von Verdi aus Hamburg telefoniert, die dort am Universitätsklinikum in Eppendorf arbeiten und die auch ähnliche Probleme mit ihrer ausgegliederten Servicegesellschaft haben. Und als ich ihnen sagte, dass wir nächste Woche mit 200 oder mehr Kolleginnen und Kollegen nach Hamburg kommen, da habe ich durch den Telefonhörer die großen Augen sehen können. Aber der Kollege hat gesagt, wie sehr sie sich darauf freuen und wie wichtig es ist, dass wir die Verbindungen von solchen betroffenen Betrieben herstellen. Und deshalb werden wir auch in Hamburg Aktionen machen und werden in Hamburg Hellmann aufsuchen, einen der anderen, die hier im Konsortium sitzen und mitverantwortlich dafür sind, dass wir zu solchen miesen Bedingungen arbeiten müssen. Zum Abschluss vielleicht noch ein gemeinsames lautes Sklavenhalter! Sklavenhalter! Sklavenhalter!